being aware of the qualities of other people. Da geht's darum, sich der Qualitäten anderer Menschen gewahr zu sein. It's really very important to like people. Es ist sehr wichtig, die Menschen zu mögen. And you can make a judgment of yourself in terms of how much you like other people in general. Und man kann sich selber gut beurteilen, wenn man sich überlegt, wie sehr mag ich eigentlich so im Allgemeinen die Menschen. If your mind is full of criticism about other people, then you're not a happy person. Wenn dein Geist voller kritischer Gedanken über andere Leute ist, bist du kein sehr glücklicher Mensch. It's obviously preferable to be in a room full of people. You think, oh, what nice people. Es ist offensichtlich vorzuziehen, in einem Raum zu sein, wo man sich denkt, was sind das alles für nette Leute? If I was to sit here thinking miserable. Wenn ich hier sitzen würde und mir denken, was ist das für ein elendes Pack hier? I can't be very happy about this, can I? Dann könnte ich mich darüber nicht sehr freuen, wahrscheinlich. The more open one is, the more one sees good qualities of other people. Je offener man ist, desto mehr sieht man die guten Eigenschaften der anderen. Kondradetjen, I think one of the next book projects we have is to write about authentic individuality. Kondradetjen und ich haben ein Buchprojekt von vielen und eines der nächsten Bücher, also wird sich mit authentischer Individualität auseinandersetzen. Because this is not a common Buddhist topic. Das ist jetzt nicht eines der üblichen buddhistischen Themen. It's not an easy subject to address, because of course we're talking about individuality that's not fixated to a rigid personality. Das ist jetzt auch kein einfaches Thema in dem Kontext, weil wir nicht von einer fixierten Identität sprechen, die auf einer festgelegten Persönlichkeit beruht. But to appreciate the individuality of other people is extremely important. Die Individualität anderer Menschen wertzuschätzen ist extrem wichtig. You know, how they present themselves, how they speak, what their style is, their personal style. Wie die sich also präsentieren, wie sie sprechen, wie ihr persönlicher Stil ist. Yeah, Gawan and I have had some interesting responses walking around Wien, because we both have these long green carpenter's lederhosen. Gawan und ich haben ein paar interessante Reaktionen bekommen, als wir durch Wien gegangen sind, weil wir lange grüne Lederhosen anhatten. And long dark green Luftwaffe coats. Und lange dunkelgrüne Luftwaffe-Mäntel. And hats from Montana. Und Hüte aus Montana. And we've had some very nice comments from people. Und wir haben von ein paar Leuten sehr nette Bemerkungen dazu bekommen. So there's this quality of communication there that comes through appreciation, which is compassionate in its nature. Das ist eine Qualität der Kommunikation, die hier einfach auch aus dem Mitgefühl entspringt, die also der Mitgefühlsnatur entspringt. And people find that if they can actually allow the flowering of their personality, that they actually make more contact with people in the world. Und viele werden dann bemerken oder merken, dass wenn sie es zulassen, dass ihre authentische Persönlichkeit erblüht, dass sie dann in eine andere, authentischere Kommunikation mit anderen Menschen eintreten. And this is expressed by Kordu Khandro Mangpökor. Das wird durch Kordu Khandro Mangpökor ausgedrückt. It's the principle of Kilkor, or in Sanskrit Mandala. Das ist auch das Kilkor oder Mandala-Prinzip. Mandala ist Sanskrit für Kilkor, Kilkor ist Tibetisch. The way that everything affects everything else.
die Art und Weise, wie alles andere beeinflusst. I'm not sure if anybody's noticed this about me, but ich weiß nicht, ob jemand das an mir bemerkt hat. But when I first addressed the public was at art school when I came back from India. Als ich zum ersten Mal mich an die Öffentlichkeit gewandt habe, das war in der Kunstschule, nachdem ich aus Indien zurückgekehrt war. And I gave a slideshow for the art students there. Und ich habe da einen Lichtbildervortrag für die Kunstschüler gegeben. And one of the lecturers kindly gave me some advice. Und einer der Vortragenden hat mir freundlicherweise einen Rat gegeben. To overcome being nervous in front of an audience. Damit ich also meine Nervosität vor einem Publikum überwinden kann. He said, don't look at them. Er sagte, schau sie nicht an. Just gaze into the middle of them, you know. Schau einfach nur so in die Mitte. And so I'm doing that now. I think I tried it for about 15 seconds and thought, this is stupid. Ich habe das 15 Sekunden probiert und habe dann gedacht, das ist dumm. So I tend to generally wander around the room meeting people's eyes. Und deswegen schaue ich normalerweise einfach so durch den Raum und schaue verschiedenen Leuten in die Augen. Because I don't like talking to a lump. Weil ich nicht gern zu einem Klumpen rede. So I'm just looking at individuals. I'm seeing you out there and that's for me that's normal, just to go like this is normal. Und ich spreche damit zu Individuen. Das ist für mich normal. Es ist nicht normal so mit den Leuten zu sprechen. Maybe if, you know, meditating with eyes open I might do that, but then I'm not talking. Ich meditiere mit offenen Augen auf diese Weise, aber nicht, wenn ich spreche. So, cordu candro mandrigo. This is this array or kilko mandala, this interconnected sense of participation with phenomena. Cordu candro mandrigo ist also kilko mandala oder Versammlung der Wesen, die teilnehmen an dieser Kommunikation und Wertschätzung der Phänomene. And the more aware one is of the qualities of other people, the happier one becomes. Und je mehr man sich der positiven Qualitäten anderer bewusst wird, desto glücklicher wird man. You find it happens differently in different places. The best place for me for experiencing this is New York. Ihr werdet vielleicht bemerken, dass das an verschiedenen Orten auf verschiedene Art und Weise vor sich geht. Für mich ist der beste Ort dafür New York. Especially with black people. Vor allem mit schwarzen Menschen. Because they'll always come up and say, nice coat, man. Weil die kommen immer her und sagen, schöner Mantel, hey, du. You have great slang in Germany. Oida. Thank you for appreciating. Oh, what about? Yo, Rogers, dude. Yeah. Hey, cool, Alter. Schön. that's really, you know, wonderful, that expressiveness. Es ist sehr schön, diese Ausdrucksfähigkeit. And that expressiveness is another quality of Kilko. Und diese Ausdrücklichkeit, also dieses sich ausdrücken, ist eine Qualität des Kilkor. So,